Hallo Leute, Neues von Ola. Heute erkundige ich mal den Oderbach entlang des östlichen Bienenwalds mit dem Bike. Ja, der offizielle Start der Tour wäre hier in Kandel am Bahnhof, aber ich starte hier in Rheinzabern, da die Tour hier vorbeiläuft. Ja, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Viel Spaß mit der kleinen Feierabendrunde. Es ist auch ganz schön stürmisch heute. Momentan habe ich glücklicherweise Rückenwind. Aber das wird sich nachher sicher auch ändern. Am Anfang geht die Tour wieder hier durch Hatzenbüttel durch, ein Stück. So ähnlich wie damals unsere Mittagessenausfahrt nach Herxheim. Hier an der Kirche biegen wir auch gleich links ab und sind somit schon auch von der Hauptstraße rund. Hatzenbüttel ist ein kleines südpfälzisches Dorf, bekannt für seinen Tabakanbau. Im Schatten lässt sich doch angenehmer fahren. Da vorne geht's links, da bin ich schon wieder auf freiem Gelände. Da biegen wir links ab, dann Richtung Kandel. Und hier biegen wir jetzt rechts ab und fahren beim Zapf vorbei. Ja, ist ein Hofmarkt und man kann auch gut einkehren hier. Auch gut für Familie, weil Spielplatz vorhanden ist. Eine schöne Location. Müssen wir etwas aufpassen. Hier am Kreisverkehr müssen wir die Straße queren. Dankeschön. Ja, und dann fahren wir hier vorne gleich scharf rechts auf den Radweg und fahren da ein Stück durch Kandel Richtung Bahnhof. Ein schöner Radweg entlang kleiner Schrebergärten hier in Kandel. Das ist so eine kleine Erholungsoase für die Kandeler. Und hier am Bahnhof in Kandel ist der offizielle Start der Tour. Und wir fahren jetzt hier nach geradeaus nach vorne und dann rechts ein Stück über die Hauptstraße, bis es dann links in den Wald reingeht. Jetzt geht es wieder geraume Zeit durch den Wald. Ja, es ist auch etwas angenehmer mit den Temperaturen hier im Wald zu fahren. Richtig angenehm. Ein ruhiges und entspanntes Fahren. Immer wieder mal Schatten hier. Schöne kleine Feierabendrunde. So, jetzt sind wir gleich an der Abzweigung angelangt. Da vorne geht es schon links ab.
Der Weg ist hier angenehm zu fahren, ein schön breiter Fahrweg. Es gibt auch da viele kleine schmale Pfade hier. Die werde ich auch mal abfahren. Ein kleines Video davon machen. Oh, jetzt müssen wir die Kreuzung hier queren. Und noch einmal. So, jetzt muss ich gucken, wo es hier in den Wald reingeht. Ja, hier sind wir richtig. Der Weg wird jetzt schmaler. Mal schauen, ob das klappt mit dem Filmen. Das hier ist jetzt die Strecke am Oderbach entlang. Da sieht man den Oderbach bzw. das Bachbett. Wir fahren jetzt hier auch ein Teil auf dem Wanderweg, den Oderbachbruchweg, den ich letztes Jahr gewandert bin. Den blende ich euch mal ein, falls ihr mal Lust habt, reinzuschauen. Sind wir sogar gleich in Jockremann gekommen. Wir müssen ein Stück durch Jockrem und dann geht es auf der anderen Seite ja auch spannend weiter. Geschafft. Hier links rum und dann sind wir schon quasi in Jockrem. Muss ich erst mal schauen, ein bisschen irritiert bin ich schon jetzt. Ah, da vorne müssen wir hin. Hier geht's rechts rein und weiter durch den Wald. Der Oderbach-Bruchweg wird jetzt hier rechts weitergehen. Wir bleiben aber hier auf dem Radweg. Jo, da geht es jetzt über eine Brücke. Das heißt, Gang runterschalten und dann den kleinen Anstieg hoch. Schöne weite Maisfelder hier. Hier zwischen den Maisfeldern guckt der Kirchturm von Neuputz hervor.
Da ist auch schon Rheinsabern in Sicht. Jetzt müssen wir auf der Hauptstraße entlang bis zu meinem Startpunkt von der Rode. Und da kommt meine kleine Zusammenfassung. Gleich wieder am Ausgangspunkt meiner heutigen Tour angelangt. Eine schöne Feierabendrunde bei sehr warmem Wetter, aber es ging. Jo, angekommen. Ja Leute, fertig mit der Feierabendrunde. Waren jetzt knapp 28 Kilometer. Ja, hat Spaß gemacht. Eine schöne Feierabendrunde, 1,5 Stunden unterwegs. Die Tour kann ich auch Familie mit Kind empfehlen, da die Wege ja größtenteils im Wald breit waren, gut angelegt waren, viele asphaltierte Wege, also gut zu fahren. Natürlich in Hatzenbüttel durch die Ortschaft oder in Kantel nach dem Bahnhof, der Hauptstraße entlang. Ja, da halt ein bisschen aufpassen. Ja, aber ansonsten gut machbar für auch für Kinder, den Fahrrad zu fahren. Schön war. Ja, ideal ist auch, dass man, egal ob in Kandel, in Rheinsabern oder in Jukrim, überall irgendwo einkehren kann, ob eine Eisdiele, Pizzeria oder was auch immer. Es bietet sich an auf der Strecke. Ja, die Wege waren abwechslungsreich. Zum einen, wie gesagt, asphaltierte Wege. Gut war, dass öfters durch den Wald ging und bei diesen heißen Temperaturen von heute, über 30 Grad, tat das dann schon etwas, war das schon etwas angenehmer im Wald. Aber gab auch natürlich weite offene Strecken. In Neupotz zum Beispiel an den Maisfeldern vorbei. Oder dann auf der alten Straße Richtung Rheinsabern, ja, sehr gut zu fahren. Ja, mir hat es gefallen heute, ich hoffe euch auch. Ich werde jetzt öfters mal ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs sein und so ein paar Filme posten. Jo, bis zum nächsten Mal, mach's gut, bis bald, euer Nola, ciao.